Herzlich willkommen zu einem Nomshop-Video. Wie ihr es unten rechts sehen könnt, gibt es jetzt für alle den Zugriff auf alle das Spiel ohne Tags. Das heißt, selbst wenn ihr den Game Mode noch nie gespielt habt, könnt ihr jetzt für die letzten Tage der Season tatsächlich jedes einzelne Tag spielen. Bis zum letzten Tag tatsächlich, was auf jeden Fall, denke ich mal, eine ganz nice Sache ist. Und so kann man nochmal, wenn man es bisher nicht gespielt hat, wirklich den Modus mit allen verschiedenen Waffen genießen. Wie gesagt, ist ganz nice auf jeden Fall. Lange ist ja jetzt auch nicht mehr bis zum Live-Event, nur noch 3 Tage. Ich bin auf jeden Fall schon richtig gehypt. Wenn ihr natürlich keine weiteren Videos mehr zum Live-Event oder zu anderen News hier auf dem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns direkt den Item-Shop an. Und dort haben wir tatsächlich heute nochmal die Deadpool Skins und Items. Ich glaube, es wird wahrscheinlich auch jetzt das letzte Mal sein, dass wir die überhaupt jemals in Fortnite bekommen werden. Oder dann wird es erstmal wieder sehr, sehr lange dauern, bis wir die wieder zurückbekommen. Aber wahrscheinlich jetzt übers Wochenende verteilt, jetzt eben halt nochmal, also heute, morgen und übermorgen irgendwie wird das Ganze drin sein danach. Aber wie gesagt, wahrscheinlich eher nicht mehr. Ich würde sagen, wir beginnen allerdings mal ganz auf der linken Seite, wie üblich. Dort haben wir einmal den Kunia-Skin, dann als nächstes den Kenji-Skin. Dazu die Schnellschlag-Spitzhacke, dann die Clown-Spitzhacke und dann noch den Falke als Gleiter. Dann haben wir als nächstes hier den Tsuki-Skin und die Kupferwespe. Dazu dann die heftiger Hieb-Spitzhacke und dann die Stachellackierung. Als nächstes haben wir dann hier noch den Tomatenkopf-Skin. Dort bekommen wir natürlich auch Challenges, womit man den Tomaten-Königsstil dann freischalten kann. Dazu gibt es dann die Axeroni-Spitzhacke, den Nachtroller-Spitzhacke, dann noch den Extra-Käse-Gleiter und das war es dann auch soweit mit dem Set. Dann haben wir zunächst noch den Polar-Patrouille-Skin, den breitesten Skin wahrscheinlich, den es überhaupt in Fortnite gibt oder auf jeden Fall einer der breitesten Skins. Weil wenn man sich mal das Schild anschaut, normalerweise ist eben halt am Ende des Schilds ja schon der Arm zu Ende und da beginnt eben halt erst der Arm bei dem Skin, was auf jeden Fall sehr, sehr unpraktisch fürs Zocken ist. Dann aber zunächst den sauberer Groovy-Mode. Dann noch den Voll-80er-Mode. Hier ist natürlich die Musik copyrighted, deshalb kann ich das nicht im Video zeigen. Und das heißt, ihr müsst euch das selbst anschauen, wenn ihr in-game seid. Aber wie gesagt, sonst würde ich einen Strike bekommen oder das Video würde zumindest geclaimed werden. Immer auf Nummer sicher gehen und einfach solche Musik direkt gar nicht einblenden. Dann haben wir zunächst noch den Sternboten-Skin, dann albernes Hüpfen, dann Hirnüberladung. Und dann haben wir immer nochmal die ganzen Deadpool-Items und auch diese ganzen X-Force-Items. Das Ganze kann man sich natürlich auch im Set kaufen, wodurch man natürlich ganz gut Rabatt bekommt. Hier zum Beispiel einmal das Deadpool-Mashup-Paket mit dem Ravenpool-Skin und dem Kuschelpool-Skin. Dann haben wir zunächst noch das Deadpool-Ausrüstungspaket, einmal mit dem Drachenhorn-Gleiter. Hier war es ja so, dass am Anfang der Season, beziehungsweise als der Gleiter frisch rauskam, da war es so, dass man damit eben halt fast untreffbar war in der Luft, weil man so extrem herumgesprungen ist. Jetzt hat man den Vorteil eben halt nicht und man springt eben halt nur so wie bei den anderen stehbaren Gleiter herum. Also deutlich verschlechtert auf jeden Fall und man hat keinen so großen Vorteil mehr. Trotzdem ist es auf jeden Fall ein nicer Gleiter. Dann haben wir als nächstes den Chimichanga-Emote. Dann noch die Fleischhämmer-Spitzhacken, dann den Flott-Unterwegs-Emote. Dann haben wir zunächst noch das X-Force-Outfit-Set, einmal mit dem Psylocke-Skin, mit dem Domino-Skin und dem Cable-Skin. Dazu gibt es natürlich noch das X-Force-Ausrüstungspaket. Hier gibt es einmal den Psy-Dolch, dann den Psy-Flügler, dann noch die Risikoklinge und dann die unaufhaltbare Kraft-Spitzhacke. Das waren soweit eigentlich die ganzen Sets. Wie gesagt, man kann sich natürlich auch alles noch einmal einzeln kaufen. Man bekommt dann eben halt nur keinen Rabatt da drauf. Und das war es dann auch schon mit dem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.